Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier. In meinen Räumen begrüße ich Sie wieder zu einem Thema, was häufig in der Sprechstunde vorkommt, in diesem Fall aber vor allem die Eltern von Neugeborenen ansprechen soll. Neugeborene haben nämlich eine ganz besondere Fußstellung, wenn man sie in den ersten Lebenstagen genau beobachtet. Und das hat damit zu tun, dass Kinder im Mutterleib so drin liegen. Sie sehen eine ziemlich abgewinkelte Position, vor allem der Füßchen. Und diese Position wird Sichelfußhaltung genannt. Also Neugeborene haben angeborenerweise die Form von Sichelfüßen. Und das ist normal. Allerdings gibt es den Fall, dass diese Sichelfüße einen Krankheitswert haben, und das ist dann der Fall, wenn diese Sichelfüßchen sich nicht normalisieren lassen. Und ich zeige auf diesem Bild, was normalerweise passiert. Im Laufe der Zeit gehen ganz natürlicherweise diese Sichelfüßchen in die normale Position zurück. In diesem Fall sieht man auf der rechten Seite noch die typische Sichelfußhaltung. Auf der linken Seite sieht man, dass das Beinchen sich schon Richtung Normalposition bewegt. Im Prinzip muss man da gar nichts machen. Aber wenn man aktiv sein möchte, dann kann man mit dem Bestreichen der Außenseite des Fußes, also der Fußaußenkante, wie Sie das auf diesem Bild sehen, das Füßchen dazu bringen, sich nach außen zu drehen, also in die Normalposition zu kommen. Und wenn Sie das beobachten können bei Ihrem Kind, dass es das macht, die Füßchen nach außen drehen durch das Bestreichen der Außenseiten, dann brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen, von wegen, dass Ihr Kind irgendetwas Krankhaftes hätte. Storchenbiss. Storchenbiss spricht im Prinzip die Eltern an, die ein Baby haben, welches solche Veränderungen im Gesicht oder im Nacken aufweist. Sie sehen auf diesen Bildern bläulich-rötliche, fleckenförmige, streifenförmige Veränderungen. Nägel kauen. Das ist doch etwas, was seit bestimmt vielen Generationen bis heute für die Eltern ein richtiges Problem ist. Vor allem für Eltern mit ihrem ersten Kind ist er ein riesengroßes Problem. Der Säuglingsschnupfen. Bei Babys ist alles klein, die Nase auch und die Nasengänge. Das heißt, es braucht nicht viel und die Nase ist zu.